Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute Experiment Nummer 2. Und zwar Experiment Nummer 2 ist ganz einfach. Der beste Weg, Energie zu gewinnen. Was ist wohl in Oxygen not included, der beste Weg, um Energie zu gewinnen? Das werden wir jetzt herausfinden, wie wir die zuverlässigste und auch relativ die höchste Leistung erzeugen können. Mit ganz simplen Methoden, die nicht mehr für Anfänger vom Spiel sind, die ich aber Anfängern näher bringen kann mit diesem Video. So Leute, dieses System hier bringt euch 1520 Megawatt. Wie das funktioniert, sage ich euch mal ganz schnell. Und zwar, ihr seht die Solarpanels. Und zwar, diese Solarpanels machen Strom. Dadurch, dass sie das Sonnenlicht aus dem All abbekommen. Also zur Sicherheit, damit kein Meteorsberg diese kaputt macht. Also kein Meteoritensturm. Gibt es oben die Bunkerpanels. Die Bunkertore. Die sind zurzeit offen. Das sind diese hier. So. Sobald diese Antenne einen Meteoriten erkennen sollte, gibt sie direkt das Signal weiter an die Tore. Und an die, nicht an die Bohrer, nur an die Tore. Und die Tore gehen dann zu. Dadurch, dass die Tore zugehen, ist quasi die komplette Basis geschützt. Die Solargeneratoren können nicht kaputt gehen und gespeicherte Strom kann dann genutzt werden, um danach, wenn der wieder grünes, also wieder normales Signal gibt, um die wieder zu öffnen. So, und genau so funktioniert im Endeffekt die Solarkraft. So, jetzt erkläre ich euch das hier. Hier ist eine Glasdecke, damit die Solarzellen dadurch den Strom ziehen können. Und auf dieser Solardecke stehen die Robominer drauf. Die Robominer machen Folgendes: Wenn die Tore aufgehen, nachdem der Meteorit eingestellt ist, wird der ganze Schutt auf das Glas hier drauf fallen. So, das ist auch okay, so, da passiert nichts. So, diese Bohrer haben dann die Aufgabe, den kompletten Erdscheiß, der hier oben liegt, wieder abzugraben, damit die das Licht wieder dann durchkommt. So, das ist im Endeffekt die ganze Technik. Behaltet nur eine Sache dabei: Baut das etwas tiefer im Boden, nicht so wie ich es gemacht habe, sondern baut das hier unten auf dieser baut das hier unten auf dieser Höhe, wo ihr noch Atmosphäre haben könnt, damit die Hitze von den Batterien sich nicht und von den Generatoren sich nicht unendlich in die Höhe steigen kann. Das ist jetzt mein Problem. Das müsste ich jetzt ganz wirklich neu bauen, weil irgendwann, wenn ihr einen Hitzeschaden kaputt gehen, weil im Vakuum kann die Hitze nicht geleitet werden. So, und ihr macht jetzt 1520 Watt, also 1,5 Megawatt mit 4 Solarzellen. Das ist eine geisteskranke Leistung. Das könnt ihr so groß bauen, wie ihr wollt. Und das ist der eigentlich schlauste Weg, Strom zu machen. Ja,
das war's mit diesem kurzen Experiment, wie wir am besten Strom machen können. Und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Lasst ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt gerne in die Kommentare, was für ein Experiment ihr gerne sehen würdet noch. Vielleicht eine Dampfturbine antreiben mit riesige Dampfproduktionen aus Wasser und Lava. Oder vielleicht eine super effektive Abbaustrategie, um mehr Erd zu fördern. Oder vielleicht die schönste Einrichtung für eine Basis, um halt viel Komfort für die Einwohner zu schaffen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr gerne hättet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.